Alle Teile deiner Lieblingsserie an einem Wochenende schauen? Kein Problem. Den dritten Burger essen, obwohl du eigentlich schon ziemlich satt bist, kriegst du schon irgendwie hin. Den Song fertig schreiben, an dem du seit 5 Wochen arbeitest, das wird hart. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. In diesem Video gebe ich dir 7 Tipps, wie du ein Problem beheben kannst, das die meisten Songwriter haben. Sie bekommen einfach keinen Song fertig. Wenn du dieses Problem auch hast, dann ist dieses Video auf jeden Fall für dich. Gehen wir zunächst mal auf die 3 Hauptgründe ein, warum du deine Songs nicht fertig bekommst. Und Grund Nummer 1 ist, du hast zu wenig Kreativität. Das bedeutet, wie man so schön sagt, die Muse will dich nicht so richtig küssen. Du hast 1 oder 2 Songparts fertig, vielleicht ein Vers und ein Refrain, aber irgendwie fällt dir für die anderen Songparts nichts ein. Grund Nummer 2, dir fehlt es an Produktivität. Das heißt, du verschiebst es immer auf ein anderes Mal oder auf morgen oder auf nächste Woche, um deine Songs fertigzustellen. Und der 3. Grund ist, dir fehlt es an Selbstvertrauen. Solange du an einem Song arbeitest, ist er ja immer noch in progress. Das heißt, du kannst immer noch sagen, okay, ich kann dies und jenes noch verbessern, ich kann noch ein bisschen am Text arbeiten, aber wenn ein Song fertig ist und du spielst ihn jemandem vor, dann kann er beurteilt werden, dann kann er Kritik bekommen und dann kann er auch abgelehnt werden. Vielleicht hast du eines dieser Probleme, vielleicht hast du auch eine Kombination aus allen zusammen oder nur von 2. Ich persönlich hatte oft mit Punkt Nummer 3 zu kämpfen, Selbstvertrauen oder einfach Unsicherheit, ob meine Songs wirklich gut genug sind. Und deswegen zunächst mal ein Tipp, wie du diese Unsicherheit ein bisschen überwinden kannst. Klick dich einfach mal durch Soundcloud-Songs, durch Spotify-Playlisten oder Apple Music-Playlisten und hör mal, was die Leute da so hochladen. Und da wirst du schnell feststellen, es werden einfach ultra viele, ultra grottenschlechte Songs veröffentlicht. Ja, das ist tatsächlich so, das ist meine Meinung, aber ich denke, du kannst mir zustimmen. Also was die Leute da manchmal an halbfertigem Murks hochladen, das ist wirklich erbärmlich. Und deswegen ist das so schon ein bisschen eine kleine Hilfe für deine Selbstsicherheit, denn vielleicht ist dein Song gar nicht so schlecht, wie du eigentlich denkst. Eine zweite Sache, die ich wichtig finde, ist die Aussage in diesem Zusammenhang, Quantität wird zu Qualität führen. Ich weiß, das klingt am Anfang ein bisschen krude, aber ich denke, beim Songwriting ist es tatsächlich so. Also je mehr Songs du schreibst oder produzierst oder auch abmischst, desto besser wirst du werden. Dein erster Song, dein erster Mix wird nicht der beste sein. Auch der 10. nicht, auch der 20. nicht und auch der 100. nicht. Du musst üben und wenn du übst, je mehr Songs du schreibst, je mehr Produktion du machst, desto besser werden sie werden. Denk mal an einen Komiker, der bestimmt auch 100 Gags schreibt und vielleicht 2 davon schaffen es tatsächlich ins Programm. Ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass du 100 Songs schreiben musst, damit ein guter dabei bist, aber du solltest vielleicht einfach die Tatsache akzeptieren, dass du Songs schreiben wirst, die niemals veröffentlicht werden, weil sie einfach nicht gut genug sind. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, denn es ist, wie gesagt, Übungssache. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich einige Techniken und Mindsets, die dir dabei helfen, deine Songs tatsächlich auch fertig zu bekommen. Und jetzt kommen wir zu den 7 Tipps und ich fange gleich an mit Tipp Nummer 1 und das ist, schreibe deine Songs nicht an der DAW. Schreibe deine Songs nicht mit der Produktionssoftware, sprich am Computer. Es mag vielleicht verrückt klingen, aber es ist tatsächlich so, um einen guten Song zu schreiben, brauchst du erstmal einen guten Text, eine gute Hookline und gute Akkordabfolgen. Und für nichts von diesen Dingen brauchst du eine DAW. Denn deine DAW, deine Musikproduktionssoftware, wird dich mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abhalten, kreativ zu arbeiten. Warum? Weil du innerhalb kürzester Zeit, und ich spreche aus Erfahrung, anfangen wirst, an Sounds rumzuschrauben, an Sounds rumzufrickeln, irgendwelche Snare-Drums auszuwechseln von den Drums, die du gerade eingespielt hast. Das heißt, die DAW stoppt deinen kreativen Prozess und du konzentrierst dich nicht auf das Wesentliche. Also glaube mir, ein richtig guter Songwriter kann mit seinem Piano oder mit seiner Gitarre schon 95% des Songs fertigstellen, ohne dabei einmal den Computer angeworfen zu haben. Tipp Nummer 2, gib dich mit 90% zufrieden. Ein Problem, das ich bei vielen Songwritern sehe, ist, dass sie perfektionistisch veranlagt sind. Ja, dass sie Perfektionisten sind. Und ich möchte dich bitten, sei kein Perfektionist, denn Perfektionisten bekommen nie etwas fertig, weil nie etwas gut genug ist. Ja? Ich kenne Leute, die wirklich Songparts haben, die alles immer 20 Mal hinterfragen, wo der Vers nicht gut genug ist, wo noch ewig an der Textzeile rumgeschraubt wird und so weiter. Das ist Perfektionismus und Perfektionismus ist schlecht. Das wird dazu führen, dass du am Ende 20 Songs in einer Schublade liegen hast, die alle nicht fertig sind und die nie jemals zu Ohren bekommen wird. Und das ist doch einfach unglaublich schade. Hier gilt immer noch die Regel, something is better than nothing. Und um dir zu zeigen, wie viel schlechte Songs ich geschrieben habe oder wie meine
Aufnahmen am Anfang geklungen haben, spiele ich dir jetzt mal meine allererste Aufnahme vor. Das ist mein allererster Song, glaube ich sogar, den ich geschrieben habe. Den habe ich im Proberaum aufgenommen und den haben wir aufgenommen irgendwann Mitte der 90er auf einem Vierband-Aufnahmegerät, auf einem Vierspur-Tonaufnahmegerät. Und hör mal, wie das jetzt klingt. Yeah, du hörst schon, das ist alles andere als perfekt. Die Aufnahme ist nicht gut, irgendwie das Arrangement ist ein bisschen krumm und schief alles, aber zumindest ist es was. Ich habe einen Song, den ich dir vorspielen kann. Er ist zwar nicht gut, aber die nächsten werden auf jeden Fall besser werden. Also hab einfach den Mut, gib dich mit 90% zufrieden. Tipp Nummer 3, mach nicht alles alleine. Top-Songwriter wie Max Martin, der in den letzten 30 Jahren 20 Nummer 1 jetzt, glaube ich, sogar geschrieben hat, arbeitet nie alleine. Er hat in einem Interview gesagt, er arbeitet immer in einem Team mit 2, 3 oder 5, 6 Songwritern zusammen und sie helfen sich gegenseitig. Und das solltest du unbedingt auch machen. Um einen guten Song zu schreiben, brauchst du viele Arbeitsschritte, viele kleine Bausteine, bis dieser Titel am Ende tatsächlich produktionsreif ist. Deswegen such dir Mitstreiter, die dir dabei helfen. Du brauchst einen guten Songtext, du brauchst eine gute Hookline, du brauchst Akkordabfolgen, die spannend sind, du brauchst gute Musiker, die dir den Song aufnehmen. Du brauchst einen Mixing-Engineer, einen Mastering-Engineer und du musst die ganze Sache ja auch noch distribuieren. Also du musst deinen Song irgendwie auf Spotify, Apple Music und so weiter hochladen. Du siehst schon, einen Song zu produzieren, zu schreiben und zu veröffentlichen, das ist viel Arbeit und deswegen such dir auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer, in irgendwelchen Foren, such dir Mitstreiter, die dir dabei helfen, versuch ein Songwriting-Team zu gründen. Ich selber habe das gemacht und das ist sehr, sehr effektiv. Du wirst selbstbewusster, du arbeitest in einer Gruppe und du bist einfach viel effektiver. Tipp Nummer 4, setze dir Zeitlimits. Über Zeitlimits, über Deadlines spreche ich auch viel, wenn es ums Abmischen geht, da ist es so ähnlich, aber auch beim Songwriting kann dir das weiterhelfen. Ich weiß, dass es im Netz viele Ratschläge über richtiges Zeitmanagement gibt und deswegen möchte ich dir jetzt 3 geben, was das Thema Songwriting, Songs schreiben betrifft. Der erste wäre, setze dir kleine Zeitlimits. Zum Beispiel, du gibst dir so und so viele Minuten Zeit, um am ersten Vers zu arbeiten. Und dann gehst du weiter zum nächsten Songpart und versuchst dich daran. Ja? Also das heißt, am ersten Vers arbeitest du jetzt eine halbe Stunde und wenn du dann nicht weiterkommst und er ist nicht fertig, du hast keine gute Melodie, keinen guten Text oder keine gute Akkordabfolge, dann gehst du weiter zum nächsten Songpart und lässt diesen einen Songpart erstmal liegen. Das ist übrigens auch sehr, sehr gut, um den Songwriters Block zu verhindern, bei dem du dich in einem Songpart festkneifst, stundenlang oder tagelang und einfach nicht weiterkommst und was zu Frust führt. Tipp Nummer 2 zum Thema Zeitmanagement wäre, arbeite zeitgebunden am Arrangement. Also wenn du jetzt in einem Songpart bist und hast zum Beispiel ein gutes Gitarrenriff, aber irgendwie weißt du nicht so richtig, was soll jetzt der Bass dazu spielen oder du findest keinen Groove dazu von den Drums und probierst an vielen Instrumenten rum oder vielleicht sogar an der Hookline oder am Gesang, dann limitiere hier zeitgebunden oder Arrangement gebunden deine Arbeit. Das heißt, du sagst dir, okay, ich komme nicht richtig weiter, jetzt arbeite ich mal 20 Minuten nur an den Drums. Ich versuche jetzt einen richtigen Groove zu finden. Oder ich arbeite 10 Minuten nur am Bass, vielleicht finde ich eine coole Bassline. Das verhindert auch Chaos und du kannst etwas fokussierter am Arrangement arbeiten. Möglichkeit Nummer 3 in Bezug auf Zeitmanagement wäre die knallharte Deadline für dein Gesamtprojekt. Das heißt, du schreibst in deinen Kalender, am 17. Februar nächstes Jahr muss der Song fertig sein. Das setzt dich unter einen positiven Druck und du lässt alles unnötige Zeug weg, weil du weißt, ich arbeite jetzt hier auf die Deadline hin und bis dahin muss der Song fertig sein. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, dann kannst du das gerne auch in deinen Social Media Kanälen verteilen, falls du schon eine kleine Fanbase hast. Das setzt dich noch mehr unter Druck und du sagst, hey, am 17. Februar kommt mein neuer Song. Unbedingt reinhören, ich veröffentliche das hier auf dieser Plattform in einem neuen Post. Dann setzt du dich natürlich unter Druck, weil du weißt, dass dein Song noch gar nicht fertig ist, aber ich sag dir was, wenn du das veröffentlichst vor deinen Fans, ich garantiere dir, dass dein Song, deine Produktion auf jeden Fall fertig werden wird. Tipp Nummer 5, hol dir eine zweite Meinung ein. Ja, diesen Tipp hast du wahrscheinlich schon oft gehört, spiel die Musik deinen Freunden vor, bla bla bla. Aber was ich damit meine ist, hol dir die Zweitmeinung ein, wenn dein Song noch nicht ganz fertig ist. Ja, das heißt, dein Song
ist fertig, vielleicht fehlt noch ein Part oder es fehlt eine Textstelle, aber du spielst es schon mal jemandem vor, um einfach mal vorzufühlen, okay, wie kommt denn mein Song an? Findet das jemand gut? Findet es jemand nicht gut? Oder hat jemand vielleicht sogar einen Verbesserungsvorschlag, der mir helfen kann? Ich meine, jetzt weiß ich natürlich, dass es ein bisschen nervenaufreibend sein kann, ein halbfertiges Projekt jemandem vorzuspielen. Aber denk mal drüber nach, ist es nicht besser, wenn dir jemand seine Meinung sagt, wenn dein Song noch nicht ganz fertig ist und du hast noch keine Musiker bezahlt oder einen Mixing-Engineer, um den Song abzumischen? Damit du an dem Song noch arbeiten kannst, als später, wenn es irgendwie zu spät ist, dein Song ist veröffentlicht und die Resonanz ist einfach nicht so gut. Deswegen versuch schon, wenn dein Song zu 80% fertig ist, einfach eine Zweitmeinung einzuholen. Und ganz wichtig, zum Thema Zweitmeinung möchte ich dir auch noch ein paar Tipps geben, denn auch hier kannst du einiges falsch machen, meines Erachtens. Also wem solltest du denn deine Songs vorspielen, wenn du eine Zweitmeinung einholen möchtest? Das kann zum einen mal im Freundeskreis sein, gerne auch jemandem, dem du vertraust, der aber keine Ahnung von Musikproduktion hat. Das sind oft die ehrlichsten und besten Kritiken und die können dir auch oft die besten Tipps geben, weil die noch nicht diesen Tunnelblick, diesen Music Producers Head aufhaben und dir irgendwelche Fachsimpeleien erzählen und sich da verheddern, sondern das sind Leute, die einfach ihre Musik vom Ohr direkt ins Herz bringen und sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut, den Text verstehe ich gar nicht, welche Geschichte erzählst du da und so weiter. Also frag jemanden, den du gut kennst, dem du vertraust, der dir eine ehrliche Meinung gibt, aber der nicht unbedingt was von Musikproduktion versteht. Möglichkeit Nummer zwei oder Person Nummer zwei wäre ein musikalischer Mentor. Vielleicht folgst du einem YouTuber, vielleicht mir, vielleicht auch jemand anders oder kennst jemand aus dem Forum, von dem du weißt, er hat wirklich Ahnung von Musikproduktion. Dann spiele ihm deine Songidee oder deinen halb- oder dreiviertelfertigen Song vor. Dann holst du dir eine Fachmeinung von einem Fachmann oder einer Fachfrau, die dir vielleicht produktionstechnisch noch ein paar Tipps geben kann oder an was du noch feilen kannst am Text oder an der Hookline, was noch nicht so richtig passt. Auch das ist auf jeden Fall ein guter Weg, um mal abzuklopfen, wie gut ist mein Song eigentlich schon. Und jetzt komme ich zu Möglichkeit Nummer 3 und sage dir gleich, lass die bitte unbedingt bleiben. Und das ist, stell deinen halbfertig, und das gilt auch für fertige Songs, bitte nicht in irgendwelche Foren. Denn auf solchen Foren treiben sich viele Hater rum, die nichts anderes zu tun haben, als hinter anonymen Avataren mit Giftpfeilen zu schießen, einfach weil sie Langeweile haben und weil es ihnen Spaß macht, Songs zu zerreißen. Und es gibt noch eine zweite Gruppe, die oft vertreten ist, das sind die sogenannten Produzenten mit viel Erfahrung, die das schon jahrelang machen und dir sagen, dass dein Song einfach grottenschlecht ist. Es ist nicht immer so, es gibt auch viele nette Leute in Foren, aber ich habe die Erfahrung selbst gemacht und es ist nicht besonders lustig, wenn du einen Song reinstellst, in dem dein Herzblut steckt und er wird gnadenlos verrissen, er wird mit Häme und Spott übergossen und die Leute machen sich drüber lustig. Okay, deswegen also stell deinen Song nicht in Foren für eine Zweitmeinung. Übrigens, wenn dir die Tipps bis hierher gefallen haben, dann empfehle ich dir meinen PDF Tipps für Musikproduktion. Da habe ich in einem PDF sehr viele Punkte zusammengefasst oder sehr viele Webseiten zusammengefasst, die dir beim Songwriting und beim Musikproduzieren behilflich sein können. Zum Beispiel, wo findest du Mitmusiker? Wie kannst du bessere Texte schreiben oder welche DAW könnte zu deiner Arbeit passen? Also PDF für Musikproduktion habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Unbedingt runterladen, hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 6. Und der ist, dekonstruiere Titel, die dir gefallen. Dekonstruiere erfolgreiche Musiktitel, die dir gut gefallen. Zum Beispiel von deiner Lieblingsband. Was heißt es dekonstruieren? Der Trick bei der Sache ist, dass du diese Titel analysierst und dazu musst du diese Titel anders anhören wie sonst. Du sollst also nicht Party machen, während du die Songs hörst, sondern du sollst dir Notizen machen. Oder zieh den Titel in deine DAW, hör ihn in halber Lautstärke an und stell dir dann einige Fragen. Zum Beispiel, wie viel BPM hat der Song? Wie schnell ist er? In was für einer Taktart ist er? Was gefällt dir eigentlich so gut an dem Song? Ist es der Text? Ist es die Hookline? Sind es die Akkordabfolgen? Was macht den Song spannend? Wie gehen sie in die Transitions, also zwischen Vers, Pre-Chorus und Chorus und so weiter? Schreibt dir das genau auf. Ist der erste Vers genauso lang wie der zweite oder ist der zweite Vers vielleicht nur halb so lang? Wie geht die Bridge? Was passiert nach der Bridge? Kommt da ein Interlude, also ein musikalisches Zwischenspiel? Oder wie bauen sie Spannung auf, um in den dritten großen Chorus zu kommen? Schreibt dir das auf und analysiere es und so wirst du nach und nach, wirst du dir Techniken aneignen, die dir helfen, auch den Songwriters Block zum Beispiel zu beseitigen oder wenn du nicht mehr weiterkommst, weil wenn du 10, 20, 30 solche Songs analysierst,
dann wirst du Handwerkszeug an die Hand bekommen, wie du einzelne Parts besser machen kannst oder wie du Lücken füllen kannst, wie du in einen Songpart einsteigen kannst, für den du noch keine Idee hast. Das ist jetzt keine kurzfristige Hilfe, um Songs fertig zu bekommen, aber auf die lange Sicht hilft dir diese Methode Song Deconstruction unglaublich weiter. Tipp Nummer 7, fang nicht zu früh mit der Musikproduktion an. Ich weiß und ich bin selber oft daneben gesessen, dass es ein magischer Moment für Songwriter ist, die zum Beispiel einen Song mit ihrer Gitarre jetzt aufgenommen haben zu Hause und den eingesungen haben und du spielst ihm dann das Arrangement vor, das du dazu gemacht hast. Viele Songwriter finden das total toll und machen dann den Fehler, dass sie dann zu früh in die Musikproduktion einsteigen wollen. Das heißt, sie sagen, ja, das ist ja ganz gut, aber wechsel mal die Drum aus, die Drums aus und der Gitarrensound fällt mir nicht. Warte mal, jetzt suchen wir einen anderen Synthi-Sound und so weiter. Das heißt, noch bevor der Song wirklich richtig durcharrangiert ist, bevor er richtig fertig ist, fangen sie eigentlich mit einem Prozess an, der schon zum Mixing gehört oder der schon zum erweiterten Arrangement gehört oder sogar schon zum Pre-Mastering. Ja? Und wenn du das machst, dann zerschießt du dir oftmals die ganze Arbeit, die du dir vorher gemacht hast. Denke auch immer an die Sache, Songwriting ist immer ein Lauf gegen die Zeit. Eine Melodie, die dir heute gefällt, kann dir in 3 Tagen schon nicht mehr so gut gefallen, wenn du ewig dran rumgearbeitet hast, an deiner DAW rumgedaddelt hast, dann bekommst du Zweifel. Ist das wirklich gut genug oder ist der Text gut genug? Ja, so diese erste kindliche Freude ist schnell weg, wenn du zu schnell anfängst zu produzieren. Und damit kommen wir letztendlich auch wieder zu Punkt 1 zurück. Schreibe deine Songs nicht am Computer, setz dich mit deiner Gitarre, mit deinem Piano oder deinem Instrument in ein Zimmer und lass der Kreativität freien Lauf. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Hattest du auch schon mal den Songwriters Blog, dass du ewig in einem Song gearbeitet hast und du bist einfach nicht fertig geworden? Oder hast du eventuell 20 unveröffentlichte Songs in der Schublade liegen? Schreib mir das mal bitte gerne unten in die Kommentare. Und wenn ja, dann würde mich interessieren, welcher der 7 Tipps dir jetzt am meisten geholfen hat und welchen du gerne umsetzen würdest. Also schreib es mir gerne unten in die Kommentare, dann können wir ein bisschen in die Diskussion kommen. Ansonsten war das jetzt mein letztes Video für dieses Jahr. Ich bedanke mich für dein Vertrauen, für die schon länger dabei sind. Ich hoffe, du bleibst dabei, wenn dies dein erstes Video von mir ist. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Wir sehen uns wieder 2022. Ich schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.